Ja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Replay auf meinem Channel und zwar diesmal vom AMX CDC Tier 8 Premium Medium Tank von den Franzosen. Und es geht einfach noch darum, dass ich mal gefragt wurde hier, ich halte es mal kurz an, dass ich mal gefragt wurde hier, kannst du nicht mal diese drei Panzer vergleichen, der T26 E4, der Panzer 58 Mutz und dieser hier und ja, ich habe die ganze Zeit versucht, mal eine Runde mit dem Teil hier hinzubekommen, die einigermaßen gut ist. Und ich habe es die ganze Zeit nicht geschafft, weil das Teil einfach meiner Meinung nach sehr schwierig zu fahren ist. Der Mutz ist zweimal mit Let's Plays vertreten auf meinem Channel, der T26 E4 auch mit einem Replay. Und jetzt ist er halt eben dran. Ich erkläre noch ein bisschen was kurz zu dem Fahrzeug. Von den Strukturpunkten liegen sie eigentlich alle so ziemlich gleich auf. Der Mutz ist da mit 1300 am weitesten hinten und der Super Pershing mit 1500 vorne und er dann mit 1400 Strukturpunkten in der Mitte. Ja, von der Geschwindigkeit her ist er hier der schnellste und ich denke auch mal von den Tarnwerten her. Das sind die einzigen positiven Sachen, die ich dem Teil hier abfinden kann. Geschwindigkeitstechnisch liegen die anderen beiden ein kleines Stückchen dahinter. Kommen wir zur Panzerung. Ja, der Super Pershing ähnelt da schon fast einem Heavy, ne? Und der Panzer 58 Mutz hat eine richtig gute Turmpanzerung mit 120 mm und ist ansonsten auch recht gut gepanzert. Und er hier hat eigentlich gar keine Panzerung. Da könntest du eigentlich auch dich oben drauf setzen auf den Panzer und einfach so mitfahren im Cabrio, sag ich mal, ne? Also 30 mm Panzerung für ein Tier 8, das ist gar nichts. Also mit dem Panzer hier müsst ihr auf jeden Fall so spielen, dass er rausfahrt, schießt und sofort wieder verpissen. Also alles andere ist Mickey-Maus-Scheiße. Das ist mal Fakt. Also wenn du mit dem Ding hier nach vorne fährst, kannst du gleich Escape drücken, bist du gleich raus. Meine Meinung. Ne? Kann natürlich sich von anderer Leute Meinung unterscheiden, aber ist meine. Kanone ist die gleiche auf allen drei, also von der Power her 200, also 90 mm Kanone haben die alle drei. 240 Schaden macht sie im normalen Modus, also ohne Goldmunition. Ich spiele ja in der Regel immer ohne Goldmunition. Ich unterstütze diese ganzen Goldsucher nicht. Ja, und von der Durchschlagskraft liegen sie eigentlich auch alle ziemlich gleich auf. Ich glaube, der Super Pershing hat ein bisschen weniger Durchschlag mit normaler Munition. Kann mich aber auch täuschen. Und vom negativen Richtwinkel her gesehen sind auch alle drei gleich auf. Alle drei haben einen negativen Richtwinkel von 10%. Und somit sind wir mit der Erklärung durch. Jetzt schaut euch das Ding im Gefecht an. Ich denke, ihr seht auch alle Vor- und Nachteile gegenüber den anderen beiden Panzern. Viel Spaß! Ja, ein Tier 10 Gefecht habe ich erwischt mit dem netten Fahrzeug auf Murmanka. Und ja, es ist genau dieselbe Karte wie mit dem Super Pershing, wie mit dem T26 E4. Und ich habe mich dann entschieden, hier nach rechts zu fahren. Spiele auf jeden Fall ein kleines bisschen anders als mit dem Super Pershing. Ich habe zuerst gedacht, ich bleibe hier hinten und klopfe von hier hinten ein paar Teile raus. Ein paar schöne gezielte Treffer. Aber ich habe gedacht, komm, Achter, Medium, einigermaßen schnell, fährst als Spotter nach vorne. Versuchst es zumindest ein bisschen hier zu spotten. Und hier gehen schon die ersten Kameraden. Uff. Und ich bin genau hier hingefahren und habe gedacht, so, einmal kurz gucken, looky looky. Und mehr ist auch nicht, ne? Rausfahren, gucken, weg. Ansonsten tot. Ganz schnell geht das. Ganz, ganz schnell. So, was haben wir hier? Eine IS-3. War mir nicht sicher. Kommst du jetzt dadurch auf die Entfernung? Wie steht die IS-3? Einfach mal einen rausgehauen. Und der ging natürlich nicht durch, ne? Ja, die anderen kommen langsam ran. Das ist sehr toll. Und noch ein Crit hinterher. Was ich da getroffen habe, weiß ich jetzt nicht. Aber wie ihr seht, immer kurz. Ich versuche es nur kurz rauszufahren und gleich wieder weg. Und wenn du zu lange draußen bist, dann, ja, dann fängst du dir natürlich
schnell mal einer ein. Hier seht ihr jetzt, wie das aussieht. Ja. Also es ist, da prallt auch nichts ab. Also du frisst mit dem Ding einfach alles. So, weiter geht das muntere, was tun? Wo kann ich jemand Treffer landen? Wo zeige ich mich nicht zu sehr und lass mich wegpusten? Jetzt kommt der E100 hier links rum. Ja, also und der T54 und den habe ich jetzt auserkoren als gucken wir mal, wie ich durchkomme. Ne? Gucken wir mal. Ich würde ja gerne dem E100 helfen, aber jetzt guckt euch an, was da hinten alles kommt. Vor dem Hintergrund, dass ich null Panzerung habe, entscheide ich mich dann ganz schnell dafür, den Rückwärtsgang einzulegen. Ich kenne das aus zig Gefechten vorher. Es ist einfach null Panzerung. Und ja, wenn du irgendwo stehst, wo du mal 2, 3 Treffer auf einmal kriegst und dann ist sofort Ende Gelände. Da geht gar nichts. Da prallt auch nichts ab in der Regel. Dennoch entscheide ich mich hier, meine Kameraden nicht alleine zu lassen. Und ihr seht, das gegnerische Team drückt uns jetzt hier so rückwärts hier weg. Ja? Und da kriege ich den nächsten. Wieder vom T-54, der jetzt nach vorne fährt, der jetzt versucht zu pushen. Ich fahre jetzt hier in diese rückwärts hier immer mit dem AMX-50, also die Franzosen-Fraktion macht hier nur den Rückwärtsgang rein. Und der dritte Schuss trifft auch. Und ich denke eigentlich jetzt schon, das war's. Kann hier vorne dem T-54 noch eine setzen. Und ja, es ist der E100 da. Und ich komme tatsächlich bei dem durch. Ja. Ja, und immer Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Und es, sie stehen überall. Sie stehen überall um uns herum. Da kriegt der Oho noch eine von mir. Und ich bin immer noch weiter am Rückwärtsfahren. Ja, weil ich mir einfach denke, du hast da vorne nichts zu suchen. Das kannst du vergessen. 1390. Den habe ich mir jetzt rausgesucht. Vielleicht kann ich den ja mal rausnehmen. Und insgesamt, ja, ihr seht es schon, wir liegen hinten. So, dann fahre ich mal hier hoch. Was haben wir denn hier? Oh je, mein T10. Und ich verschieße. Und eigentlich ist es dann jetzt um mich geschehen. Ne? Aber ich habe ihn auch gespottet. Das ist das Gute. Und ich blocke einen Schuss vom Oho, ne, der da hinten irgendwo steht oder stand. Und den habe ich tatsächlich geblockt. Ich glaube es gar nicht. Ne? Tatsächlich geblockt, aber ihr seht schon, wie viel ich geblockt habe. Ich habe 0 HP geblockt. Ne? Und ja, der T10 hat mich mittlerweile im Visier, aber meine Kameraden ihn auch. Und das ist mein Glück. Schade, ich hätte ihn gerne rausgenommen. So, jetzt geht's weiter. Um mich herum blinken überall Gegner auf, die mich treffen könnten. Und da gibt es für mich dann nur eins. Hier schnell zwischen die Häuser. Ich bin aus der Todeszone entkommen da drüben und versuche mich jetzt hier zu verstecken. Das Gute ist, ich habe sogar noch ein Ziel. Ne? Ich habe sogar ein Ziel und zwar der bescheuerte Oho, der mir eben eine gedrückt hat oder wollte. Und jetzt kriegt das mal von mir. Gut, ein Schuss vom Oho und dann bin ich raus. Jetzt hinter mir der Leopard und jetzt kriege ich gleich schon wieder Angst. Wohin? Jetzt stehen die auf der Seite hier wieder, der Oho auf der anderen Seite. Es ist wirklich äußerst schwierig mit dem Fahrzeug hier sich so zu positionieren, dass du nicht beim nächsten Treffer gleich raus bist. Ne? So, da drüben in dem Wald scheinen es unsere Jungs tatsächlich noch zu schaffen, sich zu erwehren gegen den E100 und den T54. Und wir übernehmen jetzt tatsächlich auch die Führung. Und jetzt habe ich mir den Turm vom Oho rausgeguckt. Und da komme ich durch. Da komme ich durch und denke mir jetzt, komm, 9-7, wir führen. Das Ding müssen wir jetzt gewinnen. Ich bleib drauf auf dem Oho. Und 10-7, es geht weiter nach vorne. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ist meiner Meinung nach das Wort des Unwort des Jahres. Wir schaffen das. Und jetzt habe ich mir dann überlegt, komm, wenn die zwei den E100 da drüben gleich rausnehmen, oder ja, wenn sie das schaffen und hinter mir kehrt Ruhe ein, dann könnte ich tatsächlich einen killen. Ich könnte tatsächlich schaffen, den Oho rauszunehmen.
Und das ist jetzt mein großes Ziel. Nachdem ich mich hier überall versteckt habe und ja, ein bisschen was spotten konnte vielleicht und ein kleines bisschen Schaden mal hier, mal da machen konnte, ist das meine große Aufgabe. Ich muss dem Oho jetzt den Todesstoß versetzen. Ja, wie ich das mache, ist mir noch nicht so ganz klar. Er guckt sogar zu mir. Die hat er dann mal noch gleich. Und kriege ich noch einen raus? Nö, die Arti macht's. Die Arti macht's. Aber der Schaden geht auf meine Kappe. Sehr schön, jetzt ist es nur noch die Arti und ich weiß, endlich mal habe ich eine Runde überlebt mit dem Ding. Und ihr habt jetzt gesehen, er ist einigermaßen schnell. Er ist, ja, der Turm dreht sich auch einigermaßen schnell. Aber insgesamt ist dieses Fahrzeug nicht als Frontschwein gedacht. Das könnt ihr völlig vergessen. Ihr könnt einfach nur versuchen, immer mal ein bisschen zu luken, verstecken, aus dem Hintergrund vielleicht als Unterstützer ein bisschen mitzuballern. Oder vielleicht, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wenn der Gegner cappt, die Kurve kratzen schnell nach hinten und da versuchen zu decappen. Dafür ist er mit Sicherheit auch gut. In einem Achtergefecht geht es ihm nicht viel anders als in einem Zehnergefecht. Das kann ich euch sagen, weil 30 mm Panzerung ist für den Popo. Das sei zum Abschluss noch gesagt. Ja, ich hoffe, ich konnte dem Abonnenten auf meinem Channel, der das Fahrzeug sehen wollte, unbedingt jetzt einen kleinen Überblick verschaffen. Also meiner Meinung nach, wenn du was gut gepanzertet haben willst, das einigermaßen schnell ist und auf dem Tier, auf der, also auf dem Level, also in der Tierstufe von den drei, T26E4, Amix CDC, Panzer 58 Mutz, nimm den Mutz. Weil er bringt einfach alles mit. Einigermaßen starke Panzerung, gute Kanone, schnell und macht auch Spaß, das Ding. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es den Mutz noch gibt. Wenn nicht, ist der hier auf jeden Fall keine Alternative. Meiner Meinung nach. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen hier. Und wenn ihr auch mal irgendein Fahrzeug sehen wollt, wo ihr nicht wisst, soll ich mir den kaufen oder nicht, fragt mich einfach, vielleicht habe ich das Ding in der Garage und noch nicht vorgestellt und dann versuche ich das einfach. Ne? Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play oder Replay. Bis dahin, Tschüssikowski.